Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vaporum für die Switch. Und wir befinden uns immer noch beim Bibliothekar, sozusagen auf dieser Etage. Und versuchen jetzt mal weiter durchzukommen hier. Warte, da waren wir schon, also können wir nur noch hier durch. Da kommen wir nicht rein. Okay. Hier ist also verschlossen für uns. Noch kein Knopf, den ich drücken kann? Nee. Ah, guck mal, hier ist die Tür. Hä? Na gut. Ach, ich muss ja auch wahrscheinlich merken. Oh, das war nicht so clever. Okay, also nochmal den ganzen Weg dahin. Das war natürlich, da müssen wir wahrscheinlich den Weg merken, wie ihr das da runterfällt. Nein, so, warte, war ich gleich mal direkt davor. Und wieder vergessen zu speichern, das ist eigentlich total blöde. Das vergesse ich Hammer oft. Also, boah. So, also, da hinten ist die Tür auf. Geht das alles zu. Wenn ich reingehe, dann bin ich drin gefangen. Aber welcher bleibt denn offen? Gar keiner. Das hat nicht so viel Sinn, ne? Geht der zu und dann hängt man da drin fest. Okay. Aber irgendeiner muss da. Ich glaube, man stirbt an jeder Tür hier, kann das sein? Warte mal. Lass uns mal hier stehen. Oh. Ah, okay, okay. Ah, okay, ist doch gar nicht so schwer. Wenn die Tür aufgeht, schafft man es wahrscheinlich noch gerade. Ah, schafft man vielleicht auch nicht gerade. So, warte mal. Kann man nicht schaffen, weil. Wie kann man das denn aufhalten, dass es nicht runterrattert? Nein, nicht, ne? Wenn man irgendwas reinschieben sollte, aber haben nichts zum Reinschieben. Mehr Wege gibt es hier aber auch nicht, ne? Okay. Okay, Leitenoffizier. So ein bisschen. Muss ja nötig sein hier. Geht aber sofort zu. Wir haben auch nichts, was wir benutzen können. Also guck mal, vielleicht gibt es ja vielleicht enger ein Loch, wo man rein kann. Und nichts passiert. Hier sterben wir auch. Wir sterben, glaube ich, in jedem Loch. Nein! Da kommt man nicht durch. Und nicht mit schnellen Bewegungen. Also, hier bringt uns das gar nichts. Ich verstehe auch nicht, wie das funktionieren soll.
gehen ja alle gleichzeitig auf. Es ist keine Chance da irgendwie. Crazy. Das ist doch nichts anderes, was wir machen können. Wir müssen uns die Karte mal angucken. Gibt es noch irgendwas, wo wir auch noch hin können, wo wir nicht waren? Oben gibt es noch Türen und hier gibt es auch noch zwei Wege. Hinlaufen. Hat Sinn ergeben, ne? Gut. Gehen wir da mal hin. Was ist das denn? Scheiße. Oh, warte mal. Okay, also da war einfach mal ein Gegner, das ist schon mal ganz gut zu wissen. Dann bin ich ganz auf dem Holzweg. Aber wo soll man jetzt links? Gut, also hier ist der Fahrstuhl, von wo wir gekommen sind. Hier oben ist noch eine andere Tür. Kann man gar nicht drücken. Wahrscheinlich diesen anderen Kram hier in Gang bekommen irgendwie. Vielleicht. Okay, aber hier können wir nicht. Geht's weiter? Hier, die Türen haben wir ja aufgeschlossen alle. Lass uns da mal durchgehen. Wie? Ist es schon so ein bisschen wer? Hier war noch eine Tür. Die geht nicht. Hier auf jeden Fall noch durch. Okay, hier sind diese drei Dinger. Gehen wir hier längs. Ach, sind wir wieder bei diesen komischen Türen hier. Und nicht wissen, wie wir das Rätsel lösen sollen. Da geht's zur Tür hin. Hier passiert ja hier auch, ne? Okay, warte mal. Da geht's noch weiter da hinten? Nee. Nur der Schuss her, oder? Ja, weiter geht's hinten nicht. Warte mal. Kann ich vielleicht ziehen? Ja.
gezogen, aber ich komme trotzdem nicht da hinten hin, ne? Da kann ich weiterziehen? Okay, aber wo sind wir damit hin, ist die Frage. Warte mal, lass die Kiste mal da stehen. Ist das hier, wo die Kiste steht? Hier? Nein, das ist hier drüben. Ja, da steht sie, okay. Mal, dann mal noch vielleicht. Verdammte Axt. Oh, warte mal. Geh ich mal hier rüber? Okay, ich sehe gar nicht. Aber ich kann natürlich hier die Kisten reinschieben. Zwei Wege. Perfekt. Machen wir mal. Frage, wo wir den hinschieben. Also wir können die ja nur erstmal hier runterschieben. Machen wir auch nochmal. So, können wir hier durch. Da waren wir ja auch noch nicht. Ah, perfekt. Ah, warte mal. Okay, das macht ja keinen Sinn. Aber wieso komme ich da hin? Komme ich ja gar nicht hin. Hier denn? Das ist eine Tür. Welche Tür ist denn das? Ach, das ist die Tür, okay. Aber ich kann das ja nicht da rausziehen. Wie kann ich das denn reinschieben? Noch einmal da reinschieben? Nee. Also, da kommen wir ja nicht hin. Ne? Okay, holen wir nochmal die andere Kiste, um die hier hinten reinzuschieben. Vielleicht bringt uns das ja was. Na gut, dann die Kiste. Wo wir die jetzt hinschieben? Richtig, dass ich jetzt mache. Nein. Ah, zurückschieben. Hier hinschieben, nach zu mir. Yes. Natürlich dumm. Wir haben aber nicht gespeichert, ne? Aber ich habe nicht gespeichert. Das war dumm. Ich habe echt nicht gespeichert. Wir müssen den ganzen Weg zurücklaufen. Boah, das war behindert. Mann. Okay, müssen wir wahrscheinlich hinlaufen. Geht doch ganz schnell.
Okay. Da, falsche Richtung. Sind wir wieder hier bei diesem Kack? Wo wir da besser reinkommen? So, müssen wir jetzt das Ding erstmal holen hier? So. So, hör mal zu. Ich kann wirklich nur reinschieben, was natürlich blöd ist für uns. Hat überhaupt keinen Sinn. Warum kriege ich diese Tür denn überhaupt nicht auf? Alter? Wenn wir die Tür auf hätten, wäre es natürlich um einiges leichter. Ein Schalter oder so, wenn man jetzt das drücken kann. Glaube ich auch nicht, ne? Klar, wenn ich den jetzt hier hinziehe, geht es natürlich nicht, aber ich könnte mich natürlich... Ach, da kann ich wieder rein. Ja, aber dann komme ich ja nicht raus. Ach Mann, das ist ja blöd. Das hier nicht. Kommen wir nicht durch. Kommen wir da denn nicht durch? Ja, was haben wir so? Ein fallendes? Nicht, ne? Mit leicht zu. Hm. Was man da machen soll, das ist irgendwie ist das ein bisschen kompliziert. Kriegt da so gar nicht durch. Also wirklich gar nicht.
hinten gibt es auch nichts. Aber irgendein Geheimgang ist oder so. Rausgeholt. Muss man auch irgendwie wahrscheinlich aufhaben, die Türen oder so. Ich wie? Okay, also wir gehen nochmal raus hier. Ach, warte mal. Hier, ach hier, warte mal. Das geht auch nicht, scheiße. Okay. Dumme Idee. Blick es nicht. Blick es wirklich nicht. Was ist denn für Türsynchrone? Geht immer gleich zu hier. Das schafft ihr auch nicht, okay. Die ist ganz kurz. Diese Tür ist ein bisschen länger. Die ist fast am längsten, die Tür. Also ich würde sagen, das ist so die kürzeste. Gemacht hat? Nein, andersweise. Nur auch zwei Türen, ich verlege hier. Ich verstehe das nicht. Blickt das nicht. Weiß nicht, was wir da machen sollen. Hier wirklich fest. Ja, also keine Ahnung, also es wird immer schwieriger, weil ich nicht genau weiß, was wir da machen sollen. Also, das Level heißt Tür-Synchronisation. Also gucken wir, also diese Tür. Keine Ahnung, was war das? Ein paar Sekunden, ich zieh mal hier mit. Eins, okay. Was ziehen wir hier mal mit? Eins, zwei, drei, vier Sekunden. Wie lange ist die auf? Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, 8, 9 Sekunden. Und hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, okay, warte mal. Dann machen wir so. Nee. War ich zu langsam, ne? Aber das war der längste, ne? Nee, das war der längste, ne? Ach man, zu spät, warte mal. So, warte mal, versuchen wir mal. Oh nein, jetzt haben wir einfach den falschen Knopf gedrückt. So was Dummes. Wir müssen mal kurz warten. Probieren es noch einmal, warte mal. Also. Nee. Okay, eins, zwei. Das ist die längste hier, ne? Das ist die längste, also. Aha, siehst du?
Gut, das nennen sie mit Türsynchronisation. Jetzt müssten wir doch auch... Oh! Das ist wie so ein Haiopal, ne? Oh. Ah, ein 2. Das sind 3. Ah, warte. Die sind alle aus den scheiß Türen rausgekommen? Okay, warte mal. Kann ich die abschießen? Okay, pass auf. Komm her, du. Also. Okay. Ah, Mist! Okay, sind noch zwei, drei draußen. Okay. Noch einer draußen? Anscheinend alle, ne? Dann sind alle Türen hier auf. Nee, das war einer. Gut. Haben wir die eingesackt? Haben wir alle Dinger hier rein? Die Kiste? Wenn nichts, kann man den schieben? Ah! Ein Spieler, abspielen. This is the first attempt at installing the new modular gadget prototype system into an exo-rig. You can cut the excitement in the air with a blade. We're full of expectations. The whole point of the exo-rigs is to provide a safe interface for various energy and fumium-based gadgets, along with some basic protection, of course. The best thing about the new system is the modularity. You can use these gadgets in about any machine, robot, or device that compiles with the base interface. And now, having gadgets in an exo-rig? Boy, the possibilities are endless. Rigs will get to be so much more useful. Okay, was ist, weiß ich nicht, aber wir testen's mal. Can't wait to get my hands on a fully working rig. Okay. Dann auf die andere Seite gehen. Hier finden. Hier finden wir auf jeden Fall zwei Sachen, wo wir runterfallen können. Brauchen wir einen Fumium-Schlüssel, okay. Den haben wir noch nicht. Aber wir können jetzt das Ding von dieser Seite schieben. Ja, nicht schlecht. Bringt mir natürlich gar nichts hier für Brett ein. Und wir können ja jetzt so machen. Und am Ende kommen wir jetzt hier ja durch gleich. Nee, kommen wir auch nicht. Kacke! Kommt trotzdem nicht weiter. Ach, warte mal. Wollen wir nicht ausprobiert haben, die Dinger abzufeuern? Irgendwas ist jetzt aufgegangen.
war schon auf. Okay, warte mal. Das Ding feuern wir auch nochmal ab. Okay, wo jetzt was aufgegangen ist, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht haben wir Glück und es ist da eine Tür, die wir brauchen. Ja, die ist auf, okay. Also können wir den jetzt rausziehen? So. Wir können hier links gehen. Oh, wir haben keinen Schlüssel Platz mehr. Das ist auch geil, ne? Jetzt können wir alles hier drin haben und wir haben keinen Platz mehr. Oh, und die ganzen Bücher. Ich weiß nicht, ob die noch für irgendwas gut sind, aber... Drücke X, um diesen Gegenstand in deinem Behälter zu verstauen. Achso, nee, das wollte ich nicht. Ich würde ihn gerne behalten. So, den müssen wir auch irgendwo noch mal reinbekommen. Dafür müssen wir irgendwas loswerden. Ach, wahrscheinlich diese Flinte hier. Zack. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Und dann können wir zu dem blöden Schloss gehen. Oder? Müsste es ja gewesen sein. Zack. Kommt natürlich nicht durch. Da muss natürlich eine scheiß Kiste noch reingeschoben werden. Dafür müssen wir natürlich jeweils eine Kiste da und eine Kiste da reinschieben. Was natürlich diese beiden Kisten sind, die wir hier benutzt haben wahrscheinlich. Gut, dann müssen wir hier hinten noch Kisten holen. Also müssen wir von der anderen Seite. Welche Seite war das jetzt? Welche Seite? Oder? Oh, Alter, das ist aber auch ein Schieberätsel hier. Nervig sogar. So. Und noch eine Kiste. Quatsch, muss ich wieder nach vorne. Ich muss echt so machen. Ah ja, machen wir noch auf jeden Fall eine dritte Kiste. Gut. Wo kriegen wir die dritte Kiste her? Achso, die warte ich weiß. Oh Mist, ich weiß, die dritte Kiste kriegen wir auch hier hinten her. Oder? Oh, alter Schwede. Das ist schon eine blöde Arbeit.
Gut. Wir können das hier aufmachen. Weißt du, was da drin ist? So. Wir sind noch nicht durch. Okay, jetzt habe ich die Kiste hier reingepackt, was natürlich auch nicht schlecht ist, aber jetzt fehlt uns immer noch eine Kiste. Wo kriegen wir jetzt noch eine Kiste her? Wo kriegen wir noch eine Kiste her, um da reinzukommen? War hier noch irgendwo eine? Ja, ne? Tatsächlich. Okay. Mann, Mann, Mann. Das ist wirklich mal echt Schwerstarbeit hier. Und nervig ist es vor allen Dingen auch. So, wo müssen wir hinschieben? Wir müssen die wirklich erstmal rausschieben. Warum können wir die da nicht weiterschieben? Achso, das ist die Wand. Wenn wir von außen ran. So. Oh Mann. Alter Schwede. Kann man bestimmt auch schneller schaffen. Ich hab's bestimmt umständlich wahrscheinlich gemacht, aber wissen uns nicht, wie ich das anders machen sollte von daher. Puh, das ging ja noch mal ganz gut nach 35.000 Jahren. So, da haben wir wieder was gefunden, was natürlich super wäre, cool, was wir einpacken könnten, aber wir haben so viel anderen Schrott hier. Na gut, pass auf, dann machen wir es anders. Einfach Ableiter. Entzieht ein Gegner von dir Integrität. Das ist natürlich ganz cool. So, dann könnt ihr auch wieder mitnehmen hier. Perfekt. Okay, das haben wir jetzt, aber wie kommen wir jetzt? Kriegen wir das Ding jetzt, kriegen wir es jetzt auf da vorne oder was? Weiß es nicht. Okay, laufen wir zurück. Also speichern, ne? Hab ich wieder vergessen? Gegner kommen oder so? Mann, Mann, Mann. Drücken können wir das immer noch nicht. Gucken wir mal, wo wir landen.
Schon über diesen blöden Rätsel. Na gut, aber ich glaube, wir haben echt lang gespielt heute und wir sind ja froh, dass wir dieses komische Tür-Synchronisations- und Schieberätsel geschafft haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.